Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einer neuen Folge von Let's Play Notruf 1122, die Feuerwehrsimulation. Ja, es gab wieder den ein oder anderen Patch, und zwar die 0843b und auch die 0842b kam heute am 23.03.2020 raus. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal die neue Version geschnappt und ja, nehme die heute noch auf. Und zwar für das für die restliche Woche, sprich für Donnerstag, für Freitag, Samstag, Sonntag und letztendlich auch für Montag. Das heißt, jetzt in der Zeit werden wir Einsätze immer wieder sehen. Wiederholt sehen, und ich mache jetzt quasi einfach bloß den Langzeittest, wie das Ganze so funktioniert. Also wundert euch nicht, dass ich von Anfang an quasi alles wieder zeige. Ja, das ist jetzt für mich persönlich am einfachsten und für euch wahrscheinlich am sichersten. Also nicht lang schnacken, wir gehen jetzt sofort ins Spiel rein und wir sehen uns dann sofort wieder. Ei, ei. So, wir sind heute der Typ für unser Kev, genau, für unsere technische Hilfeleistung, unser kleines Fahrzeugchen hier, und ja, wir sind heute der Mann dafür und werden den auf Herz und Nieren testen. So, Motor sollte man schon anmachen. So, okay, ich höre kaum was, aber ist auch in Ordnung. So, wunderschön, wunderbar. So, das machen wir schnell fertig hier. So, Gott, das Bremsen ist ja wieder so wunderbar. Bin ich richtig? Nee, jetzt aber. So, wir lassen den Motor auch vorsichtshalber an, weil... Ja, wir wissen dann noch nicht, was so passiert. So, aussteigen. Der Trigger dafür ist immer noch ein bisschen komisch. Aber ja, so ist das halt, ne? So, jetzt gehen wir erstmal in die Außenperspektive, beziehungsweise wir gucken uns erstmal das schöne Fahrzeug hier an. Mein Kater hat mir gerade meine Hacken gekrallt. Das tat eventuell leicht weh. Oh, wo ist eine Beule? Gott, da ist eine Beule. Ich glaub's ja wohl nicht. Was hatten die Schicht vor uns gemacht? Mann, 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 Mann. Also wirklich. So, was? Okay, jetzt gehe ich hier rüber. Und mache halt eben die Tür auf. So, hier ist alles Wichtige für den Pumpeneinsatz zum Beispiel drinnen. Der wurde jetzt auch wieder reaktiviert. Das heißt, glaube ich, einfach, dass der jetzt wieder aktiviert ist und man den jetzt machen kann. Ja, werden wir uns mal anschauen. Ich bin mir da noch nicht 100% sicher, ob das wirklich so 1A funktioniert, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das tatsächlich erhoffe. So, öffne die Fahrertür. So, Licht sieht an aus. Dann machen wir quasi das damit an. So, dann gehe ich raus und überprüfe die Lichtanlage natürlich. Ach so, ne, die wird überprüft. Okay. So, Lichtanlage sieht gut aus. So. Ja, wir müssen erstmal warten, bis er sich hier einmal ringsherum gedreht hat. Ja. So, sind wir fertig? Danke für die Hilfe, okay. So, fahre zum Ziel. Was für ein Ziel?
So, gehen wir erstmal hier alle Türen zumachen wieder. Bevor wir irgendwo hinfahren. Ach so, danke schön. Ach so, da wusste ich gar nicht, dass ich das. Ach so. Ja, hey! Sag mal! Kann er nicht einfach meine Tür zumachen? Dann macht er einfach meine Tür zu. Ich glaub's ja wohl nicht. Nee, 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 nee. So, also, hier fahren wir raus. Und gucken uns, oder fahren einfach mal zu dem Ziel. Also zu uns, zu unserer. Oh, das war aber ganz schön knapp hier. Ups. So. Funktioniert auch tadellos. Nee. So, und jetzt können wir wieder zurückfahren. So. Genau, und dann haben wir quasi den ersten Teil des Tages geschafft. Und wir sehen uns sofort wieder. Und mein Kater kratzt mir schon wieder meine Hacke. Meine Güte, was hatte er denn heute mit meiner Hacke? So, Freunde, wir sind wieder zurück. Mal sehen, was für ein Einsatz kommt. Achtung, Hilfeleistung, Tierrettung. Einsatz No. für ELW 1, DLK 1. So, wir sind heute mal der Fahrer. Und wir haben wieder den Tierrettungseinsatz. Diesmal machen wir das bestimmt besser. Ja, ich habe gerade ausgerechnet, ich muss doch nicht nur ein Video machen, fünf Videos machen. Es reicht, wenn ich tatsächlich bloß ein Video mache. Ja, drei Videos mache. So, Mensch, 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 Mensch. Verwirrung total. Ja, wir fahren heute wieder zu dem Tierrettungseinsatz. Wir wissen ja mittlerweile, wie der funktioniert. Dementsprechend brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Ich weiß immer noch nicht, wie man blinkt. Hoppala. Aber das ist ja auch total irrelevant. Na, so. So, fahren wir hier links rum. Alles ohne Blinken. Wieso auch? Braucht ja sowieso keine Sau. Ach komm, nicht bremsen, bitte. Hallo. So, nicht anschubsen, sonst bleibt der vermutlich noch stehen. Hoppala. Rumfahren sollten wir schon. So. Wunderschön. So, wir sind bestimmt dann wieder an den altbekannten Einsatzort. Dadurch, dass ich ja auch neu gestartet habe, wäre das sogar nicht unwahrscheinlich. So, biegen wir mal hier rechts ab. Genau, wir sind wieder hier, wo wir schon mal waren. Die lässt sich aber auch nicht beeindrucken hiervon, ne? So, organisiere in der taktischen Übersicht. Das machen wir doch mit links. Und zwar, du parkst hier um. Dann drücken wir auf Absitzen, dann auf Anleiterbereitschaft. Und ja, dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Und dann haben wir das tatsächlich auch schon geschafft. Die Anleiterbereitschaft und Co. werde ich wieder von der KI steuern lassen, weil ich absolut unfähig bin. Upsala. So, weil ich weiß, dass es sonst wieder zu Fehlern führt. Machen wir das so. Dann gehen wir auf Einsatzort organisieren. Dann gehen wir auf. Immer auf Absitzen, Anleiterbereitschaft. Ja, genau. So, ihr geht auch auf Absitzen. Dann geht ihr die Ortsbegehung und dann machen wir das so. So, wir drücken Tab und machen uns zum Einsatzleiter. So. Wir
während die sich hier die Anleiterbereitschaft herstellen. Das ist, glaube ich, sicherer. Der Motor von dem von den Fahrzeugen ist ziemlich laut geworden, von den kleinen. So, Lizzie ist weggelaufen und auf den Baum geklettert und kommt nun nicht mehr runter. Beruhigen Sie sich erstmal, gute Dame. Wo befindet sich das Tier? Schauen Sie doch, da oben. Oh ja, ich sehe es. Oh Gott, das ist ja ganz schön hoch hier, Mensch, 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 Mensch. Ja, Jungs, ihr macht es. So, wunderschön. Ja, er läuft. So, ja, Ortsbegehung muss natürlich auch ordentlich laufen, ne? Ist ja logisch. So, jetzt haben wir die Anleiterbereitschaft gemacht. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt wieder zu dem Führungsassistenten, einfach mal, um das anzuschauen. Ja, in der Hoffnung, drückt mir die Daumen, dass das jetzt gut geht. Sonst haben wir nämlich ein klitzekleines Problem. Nein, es funktioniert. Ja. Boah, das wird angezeigt. Das freut mich. So, Drehleiterkorb einsteigen, ja. Benutze Katze. Wie soll ich die Katze benutzen? Hey, was passiert? Was passiert? Oh ja, ja, das funktioniert. Oh, ich bin stolz auf mich. Der Einsatz, der funktioniert komplett ohne Probleme. Das finde ich, das freut mich. Ich wollte schon sagen. Ja, wollte wirklich jetzt schon sagen. Oh, bitte fahr mich doch hoch, ich kann das nicht. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wie die Drehleiter zu steuern ist. I don't know. Ich kann die Stützen ausfahren, ich kann den Korb runterklappen, aber ich kann nichts weiter. Ich krieg die nicht hochgefahren, ich krieg die nicht ausgefahren. Es ist... Hey, so... Tschüss. Ich wollte dich eigentlich noch schnappen, aber mein Kollege meint ja, Blödsinn zu machen. Oh Mann. Ach, Kollege. Ich bitte dich. Oh, guck mal, wir haben ein Gerätefach hier oben. Wusste ich noch gar nicht. So, Katze benutzen. Sehr schön. Runter. Ja. Okay, ja, Hammer gemacht. Die Maus sogar. Ja, wir haben die Katze benutzt. Okay. Vielleicht ein bisschen zu früh gefreut. Das Ding ist halt eben dabei, wenn ein was gut läuft, beginnt meistens der zweite Fehler. Und ja, so ist das manchmal. Drehleiter, Korb absetzen. Gut, kann man ganz gut so machen. Vielleicht funktioniert der Einsatz trotzdem noch, wenn ich der alten Dame jetzt einfach bloß das hinstelle. Den Korb. Ich weiß es natürlich nicht. Wenn nicht, dann wird das ein sehr, sehr, sehr langer Einsatz. So, öffnen wir mal. Okay, das wird ein sehr spannender und vor allen Dingen auch langer Einsatz werden. Vor allen Dingen, ich kann jetzt nicht mal mehr hier das runter machen, ne?
Ja, Sammy, tut mir leid, ich kann dich leider hier nicht weiter. Ich muss leider wieder oben hinsetzen. Funktioniert nicht anders. Mein Kater macht auch akrobatische Dinge gerade. Meine Güte. Der hat Langeweile manchmal. Ja. Anscheinend hat sich das Ganze jetzt so schön verbuggt, dass ich tatsächlich gar nichts weiter machen kann. So. Also dort organisieren, zusammenpacken. Ja, hat sich erledigt, das Ganze, glaube ich. Ach, Fehler. Ja. Ich hätte es nicht selber machen dürfen. Gut zu wissen, aber ich kann die jetzt auch nicht mal mehr abrücken lassen, richtig? Kann ich das Fahrzeug irgendwie. Nee. Ich kann es weder debuggen noch sonst irgendwas. Oh. Ich kann. Nein, nein, was macht er? Was macht er? Okay. Machen wir das mal so und versuchen mal die Drehleiter irgendwie zu steuern. Ich weiß nur ehrlich gesagt noch nicht wie. Cool, jetzt ist die Drehleiter aus. Also, dass man die so steuern kann, das finde ich schon ganz cool. Okay, Moment, Moment, Moment. Was? Nee, was tut es? Okay. Vielleicht. Ja, nein. Ach so. Natürlich. Was ist das denn für eine komische Steuerung? So. So. Genau, wenn ich jetzt das hier mache, kann ich, weil das noch zu hoch ist, wahrscheinlich nicht aussteigen, wa? So. Ja. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, es tut es. Er tut es wirklich. Er bringt es doch dahin. Ich hab's geschafft. Wieso kann ich jetzt die. Was? Ich mache nichts. Es macht es jetzt wieder von alleine und ich bin mir nicht ganz sicher, was. Sammy! Sammy, runter da! Mensch, was tut er? Wie gesagt, ich mache gar nichts. So, mach mal den wieder an. Drücke natürlich die Korbsteuerung.
So. Das Ding ist, ich habe absolut keine Ahnung, wie das richtig hier drauf liegt, ne? So. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, ob das so richtig ist. Okay. So, verlassen. Schließen. So, jetzt gehe ich hier runter natürlich. Mach mal das ganz unbürokratisch. Nee, das sollst du nicht wieder schließen. Okay, mach mal das anders. Mach mal das so. Da drücken wir auf Anleiterbereitschaft. Vielleicht hat es ja funktioniert, dass er das jetzt quasi soweit abbricht. Dass er jetzt nur die Anleiterbereitschaft macht. Guck mal, ich hab nicht aufgehört zu blinken. So. Jetzt würde es heißen, ich kann da rein. Das wäre aber halt der größte Quatsch auf Erden. Deswegen sagen wir, einfahren. Nee, mach mal das nicht. Weil, wer weiß, was da passiert. Zusammenpacken wurde bereits erteilt. Okay, dann mach mal dann einfahren. Ansonsten muss man das halt doch irgendwie steuern, aber ich habe, wie gesagt, kaum Ahnung, wie man die Leiter steuert. Also, ja, es ist 23:22 Uhr. Ich nehme gefühlt seit einer Stunde auf. So, ja, das machst du richtig. Ach so, okay, jetzt fängt er an, das abzubauen, okay. Auf eine Art natürlich Gott sei Dank, weil, ja, so ist es halt eben besser. So, und warum wir jedes Gerätefach immer öffnen müssen, das verstehe ich nicht. Das wird noch ein Programmierungsfehler sein, denke ich. Weil sonst erklärt sich das halt nicht. Aber ich kann das nicht antriggern. Dankeschön, den Rest mache ich jetzt wieder selber. Ich kann gar nichts mehr antriggern davon. Ich will die Sachen nicht aufheben, ich will das hier zumachen. Oh, ich kann das nicht antriggern. So, okay, machen wir mal. So, okay, was macht der jetzt? Ach so, weil ich, ja. Ich verstehe. Schade, ich kann halt aber auch nicht mehr fahren jetzt. Okay, kann ich ja jetzt quasi sagen, okay, hier Einsatzort abrücken. Einsatz organisieren und dann quasi zusammenpacken. So, dann haben wir das ja quasi geschafft, den Unfall, das Ding hier, ne? So, und dann kann ich hier abrücken. So. Ach, guck mal, ich weiß, wie man blinkt. Mit den Pfeiltasten. Na, das ist ja krass.
Wenn man in der Innenansicht das nicht sieht, habe ich es natürlich auch nicht gemacht. Naja, dann ist die Folge vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Labiton X. Ciao mit V.